Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von Let's Play You und zwar zur Spielvorschau. Ja, und ich habe gerade ein E-Mail erhalten und zwar mit folgendem Inhalt. Herr Diofash, bitte beachten Sie, dass folgende Spieler aufgrund von Einsätzen für die jeweilige Nationalmannschaft zeitweise nicht zur Verfügung stehen. Crazy Guy spielt also in der dänischen Nationalmannschaft. Und Epicness for Free in der Schweizer. Gratuliere euch zwei. Das ist wirklich eine Leistung, dass man in einer Nationalmannschaft spielen kann. Sehr gut gemacht. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch schnell das Team der Woche an. Und zwar ist Aya Manuze dabei. Wer ist noch dabei? Jenne Penne. Und Crazy Guy und Kartoffelsalat. Aya Manuze, Jenne Penne, Crazy Guy und Kartoffelsalat, ihr gehört zur Team der Woche. Zum Team der Woche, gratuliere. Okay. Ich glaube, heute schauen wir uns nicht so groß Mannschaftsrang etc. an. Und werfen dann gleich mal einen Blick auf die Teamaufstellung. Wir sehen, jetzt ist dann gleich die Transferphase zu Ende. In dieser haben wir also noch nicht viel gemacht. Aber es wird sich dann wahrscheinlich in der nächsten ändern, wenn dann MLN Jani mal weg ist. Ja, jetzt kommt die letzte Frist, aber das wollen wir eigentlich alles nicht. Da müssen wir jetzt schnell überspringen. Und was uns gerade auffällt, Spieler des Monats bekannt gegeben. YouTube Stars, Mann Kartoffelsalat, wurde zum Spieler des Monats ernannt. Herzliche Gratulation, Kartoffelsalat. Also im Moment läuft es bei dir ja wirklich sehr gut. Du bist jetzt Spieler des Monats. Super. Das freut natürlich das ganze Team. Und wie wir sehen, sind wir im Moment auf dem 5. Platz. Also ein Platz abgestiegen. Aber ich hoffe, das werden wir bald wieder reinholen. So, jetzt kann man hier noch eine Sitzung vorher machen. Ich glaube, das machen wir mal. Können wir da noch irgendwas labern zum Spiel gegen den FC Basel? Also, mal schauen. Jetzt können wir den FC Basel loben, verunsichern, bla 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 bla. Wir können uns loben, wir können Murat Yakin, also den Trainer, ein bisschen. Oder den einzelnen Spieler. Ich glaube, ich lobe jetzt einfach mal das ganze Team, denn ihr spielt wirklich sehr gut. Und hier kommt dann auch schon der Artikel. Energie ist Schlüssel zum Erfolg, meint Diofash. Diofash hat in der Vorbereitung auf das Spiel gegen den FC Basel die Energie und Begeisterung seiner Spieler als entscheidende Faktoren ausgemacht. Darum geht es bei uns. Energie und Enthusiasmus, erklärte er kürzlich. Die Jungs sind einfach motiviert bis in die Haarspitzen. Ich könnte nicht zufriedener sein mit ihnen. Genau, das habe ich gesagt und das meine ich auch so. Gut, und dann sind wir dann schon beim Spiel und schauen uns die Aufstellung an. So. Raiffeisen Super League, Vorschau, FC Basel gegen YouTube Stars. Es mag noch früh in der Saison sein, aber es ist nie zu früh für eine spannende Begegnung an der Spitze der Tabelle. Und genau so eine Partie steht uns ins Haus. Der Tabellenführer FC Basel tritt gegen YouTube Stars an. Einen sehr direkten Verfolger. Es wäre etwas voreilig, die beiden Mannschaften jetzt schon als Anwärter auf den Titel zu handeln. Aber sie hatten beide einen großartigen Start in die Saison. Ja, bei uns so mittelmäßig. Und gehören somit sicher zur engeren Auswahl. Freuen wir uns vorerst einfach auf eine Partie der Spitzenklasse, an die wir hoffentlich noch lange denken werden. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Dann würde ich sagen, schauen wir mal schnell in die Teamaufstellung rein. Wir haben die Auswärtstrikots, das ist gut. So, schauen wir da mal schnell rein. Also, von der Energie her ist alles gut. Und mir hat eigentlich die Aufstellung auch sehr gut gefallen. Vielleicht mal, zwar der Torhüter war auch gut.
Ich will jetzt hier natürlich nicht so allzu große Risiken eingehen, das könnt ihr hoffentlich begreifen. Aber ich glaube, wir wechseln Obitray mal aus. Mit dem haben wir dann doch nicht so viel gesehen im letzten Spiel. Und für ihn kommt wer rein? Chanboss. Ich glaube, das ist gut so. Ansonsten habe ich jetzt eben keine Lust, groß rum zu experimentieren. Deshalb lasse ich das mal so. Okay. Dann sehen wir hier also die Aufstellung. iPlay Player, Mare LP, Yennepenne, Mega Comp Tutorial, Eiermanuze, Dover Creep, Thai-Boxer, Carlopedio, Chanboss, Kartoffelsalat und Eschatron. Und ich muss euch noch was sagen, falls ihr irgendwann mal nicht einverstanden seid mit meiner Aufstellung, dass ihr sagt, hey, ich komme ja gar nicht mehr zum Spielen. Das kann sein, dass ich euch einfach mal vergesse oder so. Bitte schreibt mir das, schreibt mir eine personelle Nachricht auf YouTube. Ich schaue mir das wirklich auch an und dann werden wir schauen, was wir machen können. Gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder im Spiel. Bis dahin, tschüss, tschüss.